Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Gold. Ich musste das, was wir in dem letzten und vorletzten Part gemacht haben, nochmal nachspielen. Aufgrund, ja, dass ich den Speicher irgendwie, ich habe da irgendwas kaputt gemacht. Aber ich habe es nachgespielt, so gut wie es ging, habe versucht, alles genau gleich zu machen. Ist natürlich nicht 100% exakt genau, wir haben nicht 100%ig genau gleich viel XP. Und die gefangenen Pokémon, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Geschlechter von den beiden stimmen, das könnt ihr mir sagen. Hier sehen wir, ist, ich glaube, weiblich und männlich. Ich kann das ja nicht so gut auseinanderhalten. Also ich kann männlich und weiblich schon auseinanderhalten, aber hier im Spiel hapert es da ein bisschen. Genau, wir haben im letzten Part hier den Dieb besiegt und wollten hier rein. Der ist ja einfach aufgetaucht, der war ja so ein ganz frecher. Mal gucken, was wir hier so haben. Ein Wald mit unglaublich guter Musik. Und der da, der steht hier ja komisch rum. Zubat gibt es hier im Wald. Ich habe hier andere Pokémon-Erinnerungen. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt die Tag oder Nacht stimmt. Wenn es nicht stimmt, stelle ich einfach vor, ich nehme jetzt am nächsten Tag oder so auf. Oder viele Stunden später. Hallo. Das ist das verschollene Pokémon. Quack. Oh, ein Porenta. Ja, das Porenta müssen wir jetzt einfach nur jagen. Quack. Und quasi zu seinem Besitzer zurücktreiben. Wenn wir jetzt hier hingehen, kann er nur nach rechts laufen. Wenn wir von der anderen Seite angesprochen hätten, hätte es nur nach links laufen können. Hoffentlich, ich habe das jetzt gerade richtig gesagt. Ich habe da was falsch schon gesagt. Habe ich jetzt links zuerst gesagt und... Ach, egal. Das ist nicht so kompliziert. Ihr habt das sicher verstanden. Safcon. Ein total dämliches Pokémon. Weiß nicht, sind das Arme oder ist das eine Nase? Keine Ahnung. Quack! Hau ab, du blödes Mistviech. Und die Pokémon belästigen mich mal wieder. Die sind total nervig. Ah, los, Tyrakok. Ach, und wir wollten Professor Lind anrufen. Geht das hier aus dem Wald? Ich hoffe, das geht jetzt. Sonst vergesse ich es wieder. Nein, nicht Mama. Hallo, Vogel, wie geht es dem Ei? Wie? Etwas ist geschlüpft? Wow, was für ein Pokémon ist es? Bitte komm und zu mir und zeig es. Jetzt komm und zeig es mir. Ja, mache ich gegebenenfalls mal, wenn ich die Zeit finde. Ich bin ein viel beschäftigter Pokémon-Trainer, müssen Sie wissen. Hier gehen wir von unten ran. Gehen wir insgesamt immer. Immer wenn ihr dann irgendwie ein Porenta rumlaufen seht, geht von unten ran. Von hinten mag es das nicht so. Oh Gott. Mein Niveau sinkt. Ja, zusammen mit der Titanic. Wahrscheinlich. Und da liegt ein Item. Vogel findet Beleber. Oh, Beleber kann ein besiegtes Pokémon wiederbeleben. Das ist sehr gut. Das wiederbelebte Pokémon hat dann Hälfte der KP. Also nicht insgesamt, sondern es sind nur noch die Hälfte der KP da. Quark. Und so jagen wir das Porenta jetzt durch den gesamten Wald. Eigentlich voll schlimm, dass, wenn man sich das so vorstellt. Wie das bei uns im echten Leben wäre, stell ich mir vor, einer jagt da so eine Ente hinterher, durch den ganzen Wald. Rennt er immer hinterher. Das arme Entchen dann die ganze Zeit quak, quak, quak und ihr rennt da die ganze Zeit hinterher. Ist doch voll frech. Dann läuft es auch noch gegen Wände, weil es so Angst vor euch hat. Was ist denn da los? Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Okay. Ja, mir gehorchen die wilden Pokémon auch nicht. Hallo, Raupi. Wie geht's dir? Tschüss, Raupi. Ah, mein Porenta. Du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau. Nimm dies. Vogelheld VM01. VM01 in Tasche gesteckt. Diese VM01 ist Schneider. Bringen Sie einen Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst erst den Orden aus der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Okay, cool, danke. Juhu! Dann gehen wir mal wieder. Ich habe mir auch schon überlegt, wer meine ganzen VMs lernt. Also nicht eine Person, aber welche VMs wer bekommt. Und es ist zufälligerweise so, dass wir die Person schon dabei haben, die Zerschneider erlernt. Es wird jetzt wahrscheinlich sehr dämlich wirken, aber Tyrakok kriegt's. Ja, weil in meinem Team niemand anders drin sein wird, der Zerschneider lernen kann. Und da muss einfach mal der Teamgeist siegen.
Brauche ich hier von irgendeiner Attacke? Nö, die werde ich später eh alle nicht mehr haben. Dann suche ich mir jetzt einfach eine aus, die ich jetzt entferne. Das ist Lehmschelle. Die anderen werden eh noch alle ersetzt. Will hier halt nicht irgendeine Attacke überschreiben, die ich noch brauchen werde. So, jetzt haben wir jetzt der Schneider schon mal gelernt. Oh, hey, das sind Zwillinge. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Hi, forderst du etwa den Leiter heraus? Ja, nein, ja, glaub schon. Kai hieß er doch, oder? Na, ihr Zwillinge. Aber hier gibt's zum Glück noch keine Doppelkämpfe. Hier setzen sie immer nur ein Pokémon ein. Kratzer! Was ist denn das heute? Ich muss irgendwie den ganzen Tag voll gehen. Ich versuche das immer schon so gut wie möglich zu unterdrücken. Tut mir leid, falls euch das stört. Mich stört's selber. Hatte heute nach der dritten Schluss. Morgen ist Mittwoch. Morgen habe ich frei. Ich glaube, da hat ganz Deutschland frei. Also zumindest schulenmäßig. Ob die Lehrer auffeiern, beziehungsweise die Erwachsenen auffeiern, weiß ich nicht, bei ihren Arbeiten ist es wahrscheinlich unterschiedlich. Ladybug, genau, den wart mich immer zu fangen, aber nö, ich habe jetzt schon einen Käfer-Pokémon im Team. Das konnte derjenige aber nicht wissen, also ist da nicht irgendwie trotzig von mir, sondern er wusste es einfach nicht, weil ich den Part noch nicht hochgeladen hatte, indem ich Weberak gefangen habe. Zwillinge Eva und Udo wurden besiegt. Oh, um Himmels Willen. Ja, nicht um Himmels Willen, um meinem Willen. Du hast die Fleckmons gerettet? Oh Mann, bist du stark! Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Ja, dann lass uns doch mal battlen. Und der Gewinner, ja, der darf gegen Kai-Uwe antreten, oder wie der heißt. Ach, das war gar kein Mädchen. Ach, ich spreche den immer voll wie so ein Mädchen, den Enno. Was ist Enno schon wieder für ein Name? Keine Ahnung, ich frage mich, wie die Entwickler teilweise auf ihre Namen kommen für die Charaktere. Ich glaube, die gehen einfach das Telefonbuch der absurdesten Namen durch und nehmen davon irgendwie die Hälfte. Ja, und die andere Hälfte suchen sie sich dann aus normalen Wörterbüchern raus. Denn es gibt ja auch normale Namen. Sonst hätte ich mich selber beleidigt, denn es gibt garantiert jemanden, der Tobias heißt. Bin ich mir sehr sicher. Wenn nicht, fühle ich mich diskriminiert. Weil Enno schafft es hier rein, aber Tobias nicht? Ne. Uah. Ich finde es cool, wie die einfach nur manchmal nur rumschreien, nachdem ich sie besiegt habe. Ha? Perfekt. Und da ist Kai. Ich bin Kai. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Ja, du hast nichts gelernt. Du hast gelernt, wie du jetzt verlierst. Denn das hast du noch nicht gelernt, oder? Ah, dann werde ich es dir lernen. Da bin ich jetzt dein Lehrer, dein Meister. Safcon, du willst mich doch verarschen. Tyrakok, los, mach's kaputt. Dankeschön, Volltreffer. Sehr gut. Ja, er härtnert sich. Und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Noch ein Kratzer und weg ist das Safcon. Was hast du noch, Kai? Hast du irgendwas vielleicht Stärkeres, was auch selber angreift? Kokuna? Ja, genau. Hast du noch einen Slimer, das Härtner einsetzen kann? Das sind diese nervigen Pokémon. Daraus einen Arena-Kampf zu machen, das ist schon assi. Na gut, dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Schläge auf ihn, es sei denn, es wird ein Volltreffer. Ja. Aber dann ist auch Kokuna besiegt und ich freue mich auf sein drittes Pokémon, denn das ist ein cooles Pokémon, im Gegensatz zu den ersten beiden, die ja sehr leicht zu besiegen sind. Denn jetzt kommt Sichlor. Sichlor, ein verdammt geiles Pokémon, wie ich finde, sieht so cool aus. Ja, sieht cool aus als Pinsir. Ja, Pinsir ist quasi das Gegenstück zu Sichlor. Beides Käfer-Pokémon, bloß halt ein bisschen coolere, aber Sichlor ist echt geil, weil Sichlor auch verdammt stark ist. Kommt jetzt hier vielleicht nicht zum Vorschein, weil ich auch 5 Level drüber bin, aber Sichlor ist stark. Setzt hier die ganze Zeit Zornklinge ein. Ich meine, die wird stärker mit jedem Angriff. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Vielleicht werden wir es ja nie herausfinden, oder wir finden es irgendwann bald heraus. Kratzer. Und Sichlor ist besiegt. Und Tyrakok erreicht Level 22. Er ist ja schon 21 gewesen. Leiter Kai wurde besiegt. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Vogel erhält 1600 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Vogel erhält Insektorden. Bäm. Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Durch ihn gehorchen dir Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider und nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. Vogel erhält TM 49.
TM49 enthält Zornklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Ja, cool, Kai. Ja, ich wusste natürlich, dass wir die kriegen. Ich weiß gerade gar nicht, kann die... Ich muss mal kurz nachgucken, ob... Ich meine, Weber kann die nicht erlernen. Ich will es aber nochmal überprüfen. Nee, kann es nicht. Ansonsten wäre das eine saucoole Attacke für Weber gewesen. Aber schade. Naja, was soll man machen? Dann gehen wir raus. So, ach, was ist denn hier? Hier ist doch das Holzkohlehäuschen von den Leuten, denen wir gerade geholfen haben. Du hast Team Rocket vertrieben und bist alleine in den Scheineichenwald gegangen. Du hast ja Mut, das mag ich. Komm, trainiere mit uns. Okay, du gibst mir nichts. Es tut mir leid, ich habe dir noch nicht gedankt. Das ist Holzkohle, die ich selbst gemacht habe. Feuer-Pokémon wären froh, so etwas erhalten zu dürfen. Vogel erhält Holzkohle. Ja, verstärkt Feuerangriffe, wenn wir dir ein Pokémon zum Tragen geben. Stimmt, Item tragen, das ist auch erst hier in diesem Spiel eingeführt worden. Mit diesen und mit Silber natürlich zusammen. In Pokémon Rot gab es das noch nicht, da konnten Pokémon keine Items tragen. Das ist halt quasi, sie setzen sie nicht ein, sind quasi Passiv-Items. Für alle, die das nicht kennen. Ja, ich glaube, das sollte man so ganz gut verstehen. Also man gibt dem Pokémon ein Item zum Tragen und manche haben halt Effekte und manche nicht. Man kann Pokémon auch einen Pokéball zum Tragen geben, aber es ist halt, hat halt keinen Effekt. Ah ne, weil ich wollte noch in den Markt, weil mich die Pokémon im Steineichenwald so aufgeregt haben. Wollte ich mal gucken, ob die hier einen Schutz anbieten. Ja, Opa. Da ist er wieder zum Rowdy. Kauf. Supertrank, Flutzer, Schutz. Ah, komm, gib mal 5 Stück. Und verkaufen. Haben wir irgendwas? Ja, die X-Abwehr. Haben wir 2 Stück, okay. X-Angriff haben wir nur 1. Wir haben leider kein Feuer-Pokémon, das ist ein bisschen schade. Egal, ich behalte die Holzkohle mal. Ist cool, früher habe ich immer mit Feurigel gespielt. In diesem Stadium meistens schon Igelava. Die Weiterentwicklung und die letzte Entwicklung ist Tornupto. Und da war das ziemlich geil, dass man hier das Item bekommen hat. Also ich dachte eine ganze Weile lang, dass man kriegt immer das passende Item, weil ich das so passend fand halt. Aber ist nicht so. Da ist halt derjenige, der Feurigel nimmt, bevorteilt. So, jetzt haben wir hier einen Schutz und genießen den Schutz des Schutzes Schutz und können hier durch. Du kannst den Zerschneider einsetzen. Ja, machen wir auch. So, hier ist Steineichenwaldschrein. Er wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Waldpatron ist Celebi. Gab's, ich glaube, nur in der japanischen Version hat man den bekommen von Kristall. Also regulär und, wo noch? Ich glaube, es gab ein Event. Es gibt ja manchmal so Events, da kann man... da bestimmte Special-Events haben, die es sonst normal im Spiel nicht gibt. Und da gab es Celebi, glaube ich, auch. Ob das jetzt auf Kristall nur war oder auch auf Gold und Silber, weiß ich jetzt nicht. Ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon, Celebi. Gibt noch auch einen Film zu Celebi. Gibt, glaube ich, zu jedem legendären einen Film. Was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu zerschütteln. Das macht Spaß. Probier es doch auch einmal. Vogel LTM nur 2. Dankeschön. Benutzt Kopfnuss, um Bäume zu schütteln. Manchmal fallen die schlafenden Pokémon herunter. Cool, cool. Den gucke ich doch mal. Warte, wollte ich das irgendeins meiner Pokémon... Ja, ich wollte sogar, dass eins meiner Pokémon Kopfnuss erlernt. Aber es erlernt es auch so. Mal gucken. Ich behalte erstmal die TM. Kann ja nicht schaden. Wahrscheinlich doch irgendwie, aber ich wüsste jetzt nicht, wie uns das schaden sollte. Wir gehen einfach mal durch den Steineichenwald durch. Und da ist eine nette Frau mit einem Smetbo. Oh, Süßer, du erstellst einen Pokédex? Das muss schwierig sein, wenn du kein Pokémon triffst. Versuche es mit dieser TM, Vogel TM12. Lockduft. Sie enthält Lockduft. Benutze sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von dem Duft angezogen. Cool, danke. Freundlich, die Menschen hier. Viel zu freundlich, wenn ihr mich fragt. Die haben doch alle irgendwas, was sie vor mir verheimlichen. Oh Gott, wie krankhaft ich den Trainer ausweiche und dann ist da doch einer, den ich vergessen habe. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Oh ja, in deiner Klasse, das ist ja cool. Wie viele seid ihr? 2? Ne, der andere ist wahrscheinlich ein Yu-Gi-Oh!-Spieler. Und kein Pokémon-Spieler. Also bei mir in der Grundschule gab es da, oder insgesamt in meiner Kinderzeit, gab es da nie einen Konflikt.
lese ich ja immer wieder, dass man sich da entscheiden musste oder so, aber irgendwie, wir haben einfach beides gespielt. Wir waren wahrscheinlich so die Bonsenkinder, alle so, wenn es um Trading Karten geht oder Gameboy-Spiele. Nee, wir haben, also Gameboy war natürlich Pokémon, bei uns war es so, Gameboy war Pokémon, Kartenspiel war Yu-Gi-Oh!, fertig. Wir hatten auch Pokémon-Karten, hatte ich ja schon mal erzählt, aber spielen konnten wir damit ja nicht. Lorenz wurde besiegt. Nein, es gibt noch bessere Trainer. Ja, mich. Spast. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich ein Pokémon aufziehen? Nö. Kannst du knicken. Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben ein Pokémon aufgezogen. Kennen wir schon. Ist irgendwie so ganz, ganz christliche Leute, die nicht wissen, dass das Geschlechtsverkehr zu Kindern führt. Schlimm sowas. Sowas Unaufgeklärtes. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Eigentlich nicht, aber gut, ich bin jetzt in dich reingerannt, dann muss ich das auch ausbaden. Dann kriegst du jetzt eine Abreibung. Du kleiner Camper Bodo. Bodo ist irgendwie so ein Hundename. Also, mit Bodo assoziiere ich einen Hund. So ein Dackel. Bodo, komm her. Aber er hat einen Anton. Also ist ja cool, weil Anton verdammt cool ist. Jeder mag Anton. Anton! Jeder. Jeder mag Anton. Ich kenne niemanden, der Anton nicht mag. Aber Anton ist besiegt. Manu. War's das Bodo? Ja. Meine Leistung war nicht gut genug. Ja, das hast du gut erkannt, mein Freund. Mach's gut. Wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Und wir sind in Dukatia City angelangt. Gehen ins Pokémon Center, heilen unsere Pokémon. Und wenn ihr auf die Zeitanzeige unten achtet im Video, dann seht ihr, es wird Zeit für das Beenden der Folge. Das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, unterstützt mich doch, indem ihr das Video bewertet und vielleicht einen Kommentar verfasst und das Video teilt. Das wäre cool. Ich speichere schnell, damit auch nichts verloren geht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Euer Vogel.